Die sind noch da. Ich glaube, wir fahren mal eine Runde. Und los geht's. Wir brauchen auf jeden Fall das Laken, um da weiterzukommen. Daher. Da kommt der nächste Ausgang. Versuch's mal einfach eine Runde zu fahren. Das ist der Mantel in der Wäsche. Da kommt der nächste Ausgang. Da kommt der nächste Ausgang. Mal schauen, ob was passiert ist. Ah ja, sehr schön. Weg sind sie. Und jetzt würde ich mal versuchen. Hübsch. Randale. Im Bett darf man aber keine Chips essen. Mach kaputt. Sieht ja wunderhübsch aus. Mach ordentlich dreckig. Hey, die Betten wurden ja gar nicht gemacht. Ich muss wohl härtere Geschütze auffahren. Ne, bleib hier, bleib. Hey, die Betten wurden ja gar nicht gemacht. Ich muss wohl härtere Geschütze auffahren. Das können wir. Das klappt so nicht. Natürlich nicht. Hey, die Bett, ich muss. Ich muss wohl mal verschwinden und noch eine Runde drehen. Das befürchte ich glatt. Und los geht's. Ich dreh mal noch eine Runde, Edna. Da kommt der nächste Ausgang. Oha. Das Bettlaken haben sie hingebracht. Kleine Bügel. Jetzt haben wir kleine Bügel Nummer 1. Oha. Guck mal, Harvey. Das ist doch Herr Mantel. Ich finde, er übertreibt mit seiner Reinlichkeit. Das hast du auch schon mal über Nilpferde gesagt. Die baden ja auch den ganzen Tag. Herr Mantel? Er hört mich nicht. Können wir hier vielleicht mal gucken? Ich muss wohl warten, bis der Schleudergang durch ist. Ich muss wohl warten. Okay, das wird hier wahrscheinlich nichts mehr. Der ist schon dreckig. Oh, können wir nochmal dreckig machen. Ich will nicht schlafen. Da überall Muster reinzuschneiden, würde ja direkt in Arbeit ausarten. Dafür ist mir meine Zeit dann doch zu kostbar. Ah ja. Das ist zwar Kochwäsche. Okay.
da liegt er gut. Okay. Lecker. Säcke. Das ist nur Schmutzwäsche. Können wir drauf spucken? Können wir. Da übt dafür. Sehr schön, so muss das. Schmutzwäsche dreckig machen. Uha! Hier sind wir jetzt. So, gehen wir runter. So, wo zuerst hin? Hier hin. Uha, in den Ofen. Das lässt sich nicht abmontieren. Satan? Beelzebub? Mephistopheles? Ist denn niemand daheim? Tatsächlich nein. Niemals! Harvey ist mein bester Freund. Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Das stimmt wohl. Findest du das gut, einfach so andere zu kontrollieren? Ich verachte dich, Wartungskontrollschränkchen. Okay. Einmal hier runter. Ui, verbogenen Löffel. Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Wer hat euch das angetan? Können wir hier was mitmachen? Nö. Was hältst du von diesen Löffeln, Harvey? Meine sind größer und weniger verbogen. Das glaubst doch nur du. Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Sicher? Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Was sagst du? Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Sind die Löffel noch zu was gebrauchen? Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Was meinst du, kann man die noch gebrauchen? Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Tja. Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Also. Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Bist du dir sicher? Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Also. Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. 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 Das haben wir jetzt alles mit denen gemacht. Hallo? Jemand zu Hause? Oh ja. Huch? Ja? Was gibt es? Wer bist du denn? Mein Name ist Emilio Sanchez di Mubelfrub. Aber die Leute nennen mich meistens Allmächtiger Herrscher. Darf ich dich auch kurz Almo nennen? Wenn dir das lieber ist. Und du bist? Nenn mich Edna. Ist das auch eine Abkürzung? Es steht für ein Dorftrottel namens Emilio. Kapiere ich nicht. Was treibst du denn da unten? Wonach sieht das denn aus? Ich grabe einen Tunnel in die Freiheit. Leider bin ich auf eine Schicht aus harter Tonerde gestoßen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Ah, wir müssen die Löffel bringen. Ausgegangen. Du hast nicht zufällig einen Löffel dabei, oder? Und? Wie geht's voran? Um ehrlich zu sein, miserabel. Ich bin auf eine Schicht aus harter Tonerde gestoßen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Du hast nicht zufällig einen Löffel dabei, oder? Nee, ich glaube nicht.
Glaubst du nicht, dass es einen besseren Weg hier raus gibt? Vergiss es! Die Vordertür ist gut bewacht. Die Hintertür ist stets verriegelt. Den einzigen Schlüssel hat ein Wächter namens Blasse. Der ist sturer als ein Walfisch. Aber selbst wenn du ihm den Schlüssel abluchsen kannst, was ich nicht glaube, musst du dann immer noch die Mauer oder das Haupttor überwinden. Glaub mir, ein Tunnel ist der schnellste Weg. Naja. Viel Glück, ich suche einen anderen Weg. Du wirst keinen finden. Okay, kannst du vielleicht den Fußnagel machen? Dios mio! Hallo? Bist du noch da unten? Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe da etwas, das du vielleicht gebrauchen kannst. Ich hoffe, es ist ein Löffel. Das soll ein Löffel sein? Eigentlich nicht. Dann habe ich dafür auch keine Verwendung. Ich brauche einen Löffel, um einen Tunnel zu graben. Und für meine Taco-Flakes. Das ständige Gegrabe macht ganz schön hungrig. Vielleicht kann er was mit einer Gabel anfangen. Hallo? Bist du noch da unten? Was ist denn? Ich habe der... Ich hoffe, es ist der... Nah dran. Eine Gabel. Dafür, um einen akkurat... Verstehe. Aha. Hier sieht's aus, wie bei Uri Geller unterm Sofa. Aha. Ja, nice. Den Wortwitz. Almo? Hola! Viel Glück. Du. So, wir müssen die Schaufel besorgen. Dann kommen wir an Tonerde und können damit. Ja, besorgen wir erstmal die Schlüssel. Ist übrigens absolut. Das fällt mir gerade erst auf. Das ist absoluter Blödsinn, dass wir eine Kopie vom Schlüssel machen, wenn wir den Schlüssel haben. Aber was soll es? Da müsste ich schon wissen, wonach ich suche. Hey, Party People! Was geht im Bürokratenstaat? Die Akten sind nicht gerade Entertainer. Da müsste ich schon wissen, wonach ich suche. Das sind zu viele. Ich weiß nicht, wo ich mit der Verwüstung anfangen soll. Da gibt's auch noch ein horrormäßiges Rätsel hier. Mal sehen. Wieder nur Akten. Hey, das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, wessen Krankengeschichte gucke ich mir an? Der Mann im Bienenkostüm, Adrian, königliches Aufenthaltsraum, Trunkebecher, Peter Huti, keine aktuellen sehen. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Droggelbecher. Erstes Haustier, ein grüner Hund. Das müssen wir uns alles merken. Wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Das brauchen wir später irgendwann. So brutal. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes warte, Haustier, warte, ich mache mir mal eine Pony. Notiz auf mein Besonderheiten? Leben. Wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Dann später noch. Und mehr steht hier nicht. Natürlich wird König als erster ausgewählt. So, Sekunde. Was gibt's überhaupt hier? Sekunde, was gibt's für Kriterien? Nee, der Bienenmann war das, der jetzt erst ausgewählt wurde. Okay. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name?
Der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier, ein schwarzes Pony. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Haustier, schwarzes Pony. Pony. Nochmal hören. Der Sport hat zuerst ausgewählt, oder? Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier? Ein schwarzes Pony. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer okay. Als erstes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Das Thema als nächstes, glaube ich. Wen haben wir hier noch? Okay, die Bienen hatten, Mann hatte ein Haustier, schwarzes Pony und beim Sport als erstes ausgewählt. Okay, Adrian, dann haben wir Adrian Haustier, Adrian Sport. Biete jetzt selbst mal eine Akte an. Trockenbecher. Becher, Haustier, Sport. Ich glaube, der war Dritter. Der Bienenmann sah mir gar nicht so sportlich aus, dass er als Erster gewählt wird. Und Peter? Haustier. Doppelpunkt. Sport. Doppelpunkt. Roti. Petra spielt wohl keine Rolle. Roti auch nicht. Und Adoman auch nicht. Und. Roti. Haustier. Sport. So, dann lauschen wir mal. Adrian. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier, eine rote Katze. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Als zweites. Rotkatze als zweites. So, Peter, der wurde bestimmt als letzter ausgewählt. Das soll eine Krankenakte sein? Ja. Ich zitiere. Das weiß doch Name? Peter. Erstes Haustier, ein blauer Goldfisch. Blauer. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht Gold. Immer als vorletztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Er ist als Vierter. Lass mich raten, ist Roti der Fünfte und der Letzte. Drücke, welches Haustier müssen wir noch rausfinden? Roti. Das soll eine Krankenakte sein? Ganz ich zitiere. Name Roti. Erstes Haustier? Eine gelbe Ratte. Besonderheiten? Gelbe. Wurde beim Sportunterricht immer als Ratte. Letztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. So, Trugebechers Haustier, dann haben wir die Liste vollständig. Da müssen wir hier nicht nochmal runter. Die können wir uns später irgendwann mal brauchen. Können wir es einfach nutzen. Die Notiz. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Droggelbecher. Erstes Haustier, ein grüner Hund. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht Hund. Immer als drittes ausgewählt. Es gibt irgendeinen Code irgendwo. Ich weiß nicht mehr, wofür das nötig ist, aber
Ja, irgendwofür brauchen wir das mal. Okay, Bienenmann hat schwarzes Pony und ist jetzt erst dran gekommen. Adrian hat so eine rote Katze und ist jetzt zweiter dran gekommen. Trüglebich hatte einen grünen Hund und ist jetzt dritter dran gekommen. Peter hat einen blauen Goldfisch und ist als vierter dran gekommen. Ruti hat eine gelbe Ratte und ist als fünfter, als letzter dran gekommen. Die Farben werden wahrscheinlich noch, ich kann mich dran erinnern, irgendwie Farbe, Tier und Position wird irgendwie dann noch eine Rolle spielen. Irgendwo brauchen wir das mal. Nein, ich unterhalte mich nur mit Designermöbeln. Wie abgehoben. Ein Formular. Das ist eine Anmeldung zur Gruppentherapie. Oh ja. Ich nehme mich. Das können wir gebrauchen. Postkarten sind eigentlich ziemlich nutzlos. Die ist nicht an mich adressiert. Wie ist das Wetter in Vladwakistan? Meteorologisch mehrdeutig. Eine Ansichtskarte aus Vladwakistan. Sieh nur, der Außenminister hat die Briefmarken mit seinen eigenen Eckzähnen entwertet. Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Und was ist das mit stimmt. Erinnerungen zur besseren Durchlüftung perforieren? Nein. Eine Notiz. Hier steht, der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend. Die will ich nicht mitnehmen. Hier steht nämlich, der Mond und diese Botschaft kann gerne hier unten im Keller bleiben. Also. Das ist keine Fernbedienung, sondern mit Kabel und so. Oha, ganz schön finster. Wir kommen jetzt hier raus. Das ist keine Fernbedienung mit Kabel. Gute Idee. Aha. Und das ist noch ein anderes Licht. Jetzt können wir hier wieder weiter. In die Pinnwand. Nur der obligatorische bringt eure Löffel zurück in die Mensa Aushang. Können wir da. Oh ja, wir können. Aber wenn der Abgrund gar nicht versucht. Liebend gern. Liebend. Liebend gern. Okay. Spucken. Liebend gern. So, da sind wir wieder zurück. Wie jetzt in den Essensraum. Bevor wir dann nach oben gehen, habe ich hier noch einen Plan. Oh, warte, bevor wir da reingehen. Das hatten wir schon. Wunderhübsch. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen.
Ach ja, wir müssen ja auch unterzeichnen. Ja, gut. Ich habe dieses Formular hier. Das ist tatsächlich eine Anmeldung für unser Seminar. Aber Ihr Arzt hat vergessen zu unterschreiben. Kommen Sie wieder, wenn Sie eine unterzeichnete Anmeldung haben. Na gut. Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Ja, doch. Ha, wer braucht die schon?